Und wieder einmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Im letzten Part habe ich den Blütenburgwald durchquert und bin hier rausgekommen. Und dieser Typ hier hat mir meine erste TM geschenkt, nämlich die TM Kugelsaat. Und dann habe ich hier drin im Blütentraum Blumenladen noch eine Whale-Makane geschenkt bekommen. Ja, damit kann ich, wenn ich dann Beeren einpflanze, sie auch gießen. Und ja, ich bin wie gesagt immer noch auf dem Weg nach Metaros City, aber hier gibt es noch mehr Trainer. So, was steht hier schon wieder? Tipps für Trainer. In der Höhenregion gibt es Paare von Trainern, die andere zu einem 2-gegen-2-Pokémon-Kampf, einem Doppelkampf herausfordern. In einem Doppelkampf muss der Trainer zwei Pokémon antreten lassen. Das Pokémon links neben der Liste und das andere an der Spitze der Liste. Achte also auf die Reihenfolge der Pokémon. Ja, das ist egal, ja, das passt schon so. So, Kuckuck. Oh, natürlich nehme ich die Herausforderung an. Ich habe eine Menge Geld. Gut zu wissen. Eine Herausforderung von Schnösel René. Und er hat ein Zickzacks auf Level 7. Na dann, Hydropi. Aquaknarre. Das macht schon wieder Heuler. So, na warte. Tackle. Und tschüss. Und gewonnen. Warum konnte ich nicht gewinnen? Weil du schlecht bist. Und ich bekomme 1400 Pokédollar von dem Typen. Sehr nett, dankeschön. So, und hier ist gleich ein Mädchen, das auch kämpfen will. Genau. Soll ich oder soll ich nicht? Okay, natürlich kämpfe ich. Was ist das denn für eine dumme Frage? Kämpfen oder nicht kämpfen? Das ist hier die Frage. Eine Herausforderung von Göre Elisa. Und hat ein Loturzel. So ein kleines Schnurzel. Na, der Tackle. Der macht auch Heuler, ey. Die können alle gar nichts anderes. Die können nur blöde rumheulen. Aber das nützt euch nichts. So, und jetzt noch ein Knilz. Knilz, wie wär's mit meinem Wampel? Ist gar nicht mal so stark jetzt hier. Wie wär's mal mit meinem Zickzacks? Das sollte auch mal stärker werden haben. Ich hab ja auch eins. So, Knilz ist hier auf Level 6. Okay, Tackle. Absorber, wie fies. Du klaust mir KP, um deine eigene zu heilen. Frechheit. Na gut, ich glaube, ich tausche lieber wieder zurück. Zickzacks kriegt er trotzdem ein bisschen Erfahrungspunkte. Ja gut, bei Hydropi macht es natürlich jetzt mehr Schaden, weil... Absorber ist ja eine Pflanzenattacke, wissen wir doch. So, jetzt hat er sich komplett geheilt, aber das nützt ihm wenig. Tackle! Danke, dass du daneben gehst. Hauptsache der Gegner trifft. Hydropi, du musst auch treffen. Sporen wird von Knilz vergiftete Hydropi. Ja, das ist eine besondere Fähigkeit, voll fies. Hydropi wurde durch Gift verletzt. Wie kannst du nur? Ja, natürlich, jetzt noch ein schöner Absorber drauf. So, komm nochmal Tackle und gewonnen. Und Zickzacks recht Level 4. Ich hätte doch nicht kämpfen sollen. Tja, warum hast du das dann gemacht? So, ich glaube, hier wird das auch wieder grafisch dargestellt, wenn mein Pokémon vergiftet ist. Genau, dann flackert hier der Bildschirm so komisch, aber zum Glück habe ich hier ein Gegengift dabei, sogar zweimal. So, die Vergiftung von Hydropi wurde geheilt und dann ein Trank. So, meinetwegen auch einer für mein Bombe. So, Supertrank habe ich ja auch noch gefunden. Gut, hier liegt ein Item, das ich aber noch nicht bekommen kann. Und hier sind jetzt zwei kleine Mädchen. Wir sind Zwillinge und kämpfen auch mit unseren Pokémon zusammen. So, was ganz Neues. Mein allererster Doppelkampf. Eine Herausforderung von Zwillinge Gina und Mia. Mit Samurzel und Loturzel treten sie an. Beide auf Level 6. So, Hydrop und Trasler, ihr seid dran. Gut.
sind jetzt beides Pflanzen-Pokémon, wobei Lotuzo ist ja auch noch ein Wassertyp. Ja, würde ich mal sagen, Tackle auf Lotuzo und Trasl, du kannst eh nur rumheulen, was allerdings auf beide wirkt. Ja, aber Lotuzo kann das natürlich auch. Fiesmann. So, was du kannst, kann ich schon lange und viel besser. Und so, Murzel macht natürlich Härtner, eh klar. So, nochmal Tackle auf Loturzel, dann sollte es eh schon besiegt sein und Trasler heulert dann. Ja, genau. Mann, warum geht dein Tackle immer daneben? Das gibt's doch nicht, das ist so dumm. Das kostet so viel Zeit und eine ganze Runde ist dadurch verschwendet. Ui. Erstauner! Das wagst du nicht! Na super! Gut, Hydropi macht nochmal Tackle und Traselwitzer sichert jetzt ausgetauscht auf Wumble! So, nicht, dass es besiegt wird, sonst kriegt es keine EP mehr und das will ich ja nicht! Ah, jetzt geht das schon wieder daneben! Hydropi! Du sollst nochmal treffen! Gefälligst. So, und Giftstachel. Gift ist wenigstens auch stark gegen Pflanzen. Also, unglaublich geht der Tackle zweimal daneben. Wie dumm bist du eigentlich? So, Samuzel erzeugt Energie. Und es schlug fehl. Boah, wie peinlich. So, Giftstachel. Ja, das ist effektiv. Und wenn ich Glück hätte, wäre es vielleicht sogar vergiftet worden. Aber leider nein. So, Tackle. Und Volltreffer, na also, und ich habe meinen ersten Doppelkampf gewonnen. Und Trasl reicht Level 5. Und Wampler reicht Level 6. Wir haben zusammen gekämpft und auch zusammen verloren. Richtig, das habt ihr ja gut erkannt. So, und der Typ hier, der will natürlich auch kämpfen. Und oh, schon wieder Bären. Zwei Arena-Bären. Zwei Jonagobären. Wenn du Bären siehst, die im Lehmboden wachsen, pflücke sie ruhig, aber pflanze eine neue Beere an der Stelle. Das ist einfache Höflichkeit. Hier, das ist für dich. Und ich bekomme eine Marmbeere geschenkt. Dankeschön. Du siehst aus wie ein Trainer. Du bist auch einer. Stimmt's? Trainer geben ihre Pokémon schon Beeren zu tragen. Es liegt an dir, ob du Beeren pflanzt oder verwendest. Ja, Pflanzen tue ich dir eigentlich in der Regel nie. Bin ich irgendwie zu faul dafür, aber ich kann durchaus Beeren zum Tragen geben. So, hier. Arena-Beere. Item-Tragen bewirkt Selbstheilung bei Paralyse. Marmbeere weckt ein schlafendes Pokémon. Pissig-Beere Selbstheilung bei Vergiftung. Jonagobeere füllt die AP um 10 Punkte auf und Zinnerbeere die KP um 10 Punkte. Könnte ich ja mal zum Beispiel meinem... weiß nicht... einen Wampel geben, so zum Tragen. So. Jetzt will ich nur noch gucken. Also Wampel, du kommst am besten jetzt mal an die erste Stelle. So. Warum soll ich ein Geheimnis daraus machen? Ich bin der Wasser-Pokémon-Experte! Wie, du kennst mich nicht? Nee. Sollte ich dich kennen? Angler Angelo! Und er hat ein Carpentor. Peinlich, es ist auf Level 5. Das kann doch eh wieder nur Platscher. So. Seht ihr? Das ist die unnötigste Pokémon-Attacke der ganzen Welt! Wozu gibt's die überhaupt? Nur, dass Carpentor überhaupt eine Attacke drauf hat, ne? Platsch, platsch, platsch. Nichts geschieht! So, Fadenschuss. Ich will gefälligst zuerst angreifen. So, komm, Wampel, vergifte es mit Giftstachel. Kann immer noch vorher angreifen. Komm schon, vergiften! Nein, es wird immer noch nicht vergiftet. Warum kannst du es nicht vergiften? Das ist doch Giftstachel, eine Giftattacke. Komm schon, vergifte es! Ja, danke! Carpentor wurde vergiftet! So, jetzt wird es durch Gift verletzt, verliert immer mehr KP und ja, machen wir meinetwegen auch mal einen Tackle. Der natürlich daneben geht! Super, ey, warum geht dieser scheiß verdammte Tackle über den?
Wie dumm seid ihr eigentlich? Könnt ihr nicht ziehen? Tackle! Danke! Und Volltreffer auch noch. So, und tschüss, du dummer Fisch. Ein dummer Fischkopf. So, noch ein Carpador. Auf Level 6. Toll. Kann auch wieder nur Platscher. Ey, du bist so ein dummer Fisch, ey, weißt du das? So ein dummes Fischgesicht. Das glaube ich jetzt nicht. Das ist ja schon regelrecht langweilig. Jetzt kann das immer noch vor mir angreifen. Jetzt habe ich schon zweimal Fadenschuss gemacht. Giftstachel, vergiften. Es wurde nicht vergiftet. Dann senke Felix mal seine Initiative so, dass ich zuerst angreifen darf. Also, Giftstachel. Ich will, dass mein Wampel stärker wird, aber irgendwie dauert mir das zu lang. Nee, sorry, also das geht mir jetzt ein bisschen auf den Zeiger gerade. Platsch, platsch, platsch. So, kommt Tackle, der auch trifft, genau. Und gleich nochmal. Ja, das geht schon wieder daneben. Hallo! Treffen! Du sollst treffen mit diesem depperten Tackle! Danke! Unglaublich! So, und noch ein Carpador, weil es so schön war. Natürlich, was macht der mit drei Carpador, dieser Depp? Oh wow, auf Level 7, jetzt habe ich aber Angst. What? Platsch, platsch, platsch. So, meinetwegen auch meine Lehmschelle aufs Maul. Genau, ich geh zinkt. Ja, Platsche kann eh nicht daneben gehen. Ich sag wirklich, das ist die unnötigste Pokémon-Attacke der ganzen Welt, wozu es die gibt. So. Ich dachte, ich wäre gar nicht so schlecht, aber... Ach, Mist. Ganz genau, du bist einfach nur mies. So. Genau. Meteorosid ist gleich hier vorne, aber... Hier kann ich noch so rein. Ja, Meteoros City. Wenn ich nämlich hier lang gehe, komme ich an dieses Item ran. Es ist ein X-Abwehr. Gut, X-Abwehr, das erhöht nur ein bisschen die Verteidigung. So, jetzt gehe ich aber wieder auf dem richtigen Weg hier hin. So. Meteoros City. Diese Stadt steht im Zeichen der Integration von Natur und Wissenschaften. Das ist doch schön. Wenn ein Pokémon Erfahrung in Kampf sammelt, kann es vorkommen, dass es irgendwann sein Aussehen verändert. Richtig. Ein Pokémon verändert sein Aussehen? Wenn es das tun würde, wäre ich zu Tode erschrocken. So gibt's doch gar keinen Grund. Wow, du hast ja auch Pokémon dabei. Wenn ich größer bin, werde ich auch immer Pokémon dabei haben. Ja, wenn du unbedingt willst. Natürlich, warum nicht? Der alte Sieber Mr. Brack lebt in einer Hütte am Meer. Er geht sehr oft in den Tunnel spazieren. Hä, was denn für ein Tunnel? Den werden wir schon noch finden. Mein Pokémon hat sich entwickelt. Es hat jetzt sehr viele KP. Ich sollte nun einige Supertränke anstelle der normalen Tränke kaufen. Ich habe einige Paraheil und etwas Gegengift gekauft. Nur für den Fall, dass mir ein Knie zum Blindbockwald über den Weg läuft. Ich habe ein Flugzeug besorgt, was ich mal in meiner Höhle, in einer Höhle verlaufe. Damit kann ich zurück zum Eingang der Höhle gelangen. Ja, das weiß ich doch. So, na bitte, jetzt habe ich über 4400 Pokédollar und ich kann in Meteoros City bereits Supertränke kaufen. Ja, füllt den KP eines Pokémon um 50 Punkte auf, kostet aber halt 700 Pokédollar. Okay. Ja, ein Fluchtseil ermöglicht Flucht aus Höhlen oder ähnlichen. Kaufe ich mir mal eins, das kann man immer gut gebrauchen. So, gut, X-Tempo, X-Angriff, das Ganze. Mit X-Abwehr kann ich eh nicht wirklich viel anfangen, also werde ich das lieber verkaufen. Na, da habt ihr jetzt noch meine Ulmekanik gesehen, so hier, X-Abwehr. Gut, hebt den Verteidigungswert für einen Kampf. Aber 275 ist es wert, ich verkaufe es. Weg damit. So, Ether 600, aber erfüllt. Na, lassen wir das lieber. Drei Pokébälle habe ich gerade mal, das ist wirklich wenig. Gib mir noch vier
Pokebälle, bitte. Und noch einen Supertrank. Gegengift habe ich noch eins. Paraheller habe ich zwei. Flugzeug habe ich jetzt eh eines. Schutz habe ich noch. Ich meine, den gebe ich noch ein Gegengift. So, normale Tränke habe ich fünf. Okay. Ja, ich glaube, das reicht. Ist genug. Danke. Danke, das reicht. So, schauen wir uns mal die ganzen Häuser ein bisschen genauer an. Wer hier so wohnt. Meinen eigenen Pokémon habe ich perfekt passende Kosenamen gegeben. Das ist mein Ausdruck von Originalität. Genau, Originalität. Aber ein Pikachu einfach nur Pikachu zu nennen, das haut einen nicht gerade vom Hocker. Ich glaube ja auch, man sollte einen leicht verständlichen Kosenamen wählen, aber irgendwie... Was, du hast den Pikachu Pikachu genannt? Pikachu Pekka! Okay, das ist ziemlich einfallslos. Ja, also, ich bin nicht wirklich der Typ, der seinen Pokémon Kosenamen gibt. Also, weil schon wieder ein paar gefragt haben, willst du auch ein paar deine Pokémon nach deinen Abonnenten benennen? Also, hallo, ich habe über 5000 Abonnenten, wie soll ich das machen? Könnte ich mich auch nie entscheiden. Also, nee, ich bin wirklich nicht der Typ, der seinen Pokémon Kosenamen gibt. Weißt du das schon? Du kannst auch an 2 gegen 2 Kämpfen teilnehmen, wenn du allein unterwegs bist. Triffst du auf 2 Trainer und hast mindestens 2 Pokémon dabei, werden sie sich beide herausfordern. Ich finde es total cool, wenn man allein 2 Trainer besiegt, meinst du nicht? Na klar, habe ich ja vorhin geschafft, auch wenn es nur 2 kleine Mädchen waren, trotzdem. Pokémon-Trainerschule. Wenn ich in diese Schule gehe, werde ich später seltene Pokémon fangen können? Vielleicht. Pokémon-Trainerschule. Wir bringen dir alles über die Pokémon bei. Das ist doch gut, aber erstmal gehe ich ins Pokémon-Center. So, einmal Pokémon heilen, bitte. So, dankeschön. Der Mann nebenan hat mir eine VN gegeben. Ich habe meine Pokémon beigebracht, damit kleinere Bäume zu zerschneiden. Danke für den Tipp. Es gibt männliche und weibliche Pokémon, aber niemand kann sagen, worin der eigentliche Unterschied liegt. Ja. Mein Pokémon hat ein naives Wesen und das meines Freundes ein fröhliches. Es ist faszinierend, dass Pokémon unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Ja normal. Auch wenn es das eigentlich erst seit Rubin und Saphir gibt, ne? Das waren die ersten Editionen, wo Pokémon eben ein Wesen haben konnten. So, ich habe hier immer noch ein Panekon und ein Schalocco, die ich schon gefangen habe. Und ich glaube... Tja, mein Wampel... wartet mal... Ich glaube, es war, ist doch besser. Also erstmal kommt wieder Hydrobia an die erste Stelle des Teams, das ist eh klar. Die Sinnelbeere nehme ich doch wieder weg und ich glaube, ich werde Wampel lieber wegschicken. Ich weiß nicht, ob ich es entlassen soll. Also freilassen soll. Ich hätte nämlich gerne Schalocco im Team. Was sich ja dann noch einmal entwickelt wird. Also Schalocco ist eine von insgesamt 2 Entwicklungen von Wampel. Das andere wäre eben Panekon. So, na egal. Ich habe hier, wie gesagt, sowieso... hier Käferbox. Da kommst du meinetwegen mal rein. Panekon genauso. So. Gut. Dann habe ich jetzt eben Hydropi, Trasla, Fiffchen, Zickzack, Sloturzel und Schalocco im Team. So, okay. Das sollte mal reichen. Gut. Haus des Zerschneiders, da sollte man unbedingt mal reinschauen. Diese Entschlossenheit, deine Beweglichkeit, deine Hingabe für Pokémon, du bist wirklich ein talentierter Trainer. Nein, warte, sag jetzt nichts, ich brauch dich nur anzuschauen. Ich bin mir sicher, dass du mit dieser VM sehr gut umgehen wirst. Kein Grund, so schüchtern zu sein. Hier, nimm sie. VM1 erhalten. Diese VM, sie enthält Zerschneider. Eine VM ist eine Attacke, die auch außerhalb des Kampfes von einem Pokémon angewandt werden kann. Jedes Pokémon, das diese Attacke gelernt hat, kann Bäume damit zerschneiden, wenn der Trainer den Steinorden besitzt. Und im Gegensatz zur TM kann eine VM mehrfach gelehrt werden. Das ist richtig! Gibt es ja sowieso in allen Pokémon-Editionen die VMs. Als sie die Stadt Meteros City vergrößert haben, hat mein Vater ihnen geholfen. Seine Pokémon fällten die Bäume mit Zerschneider. Das ist doch schön. Pokémon sind ja so vielseitig. Ich weiß aber jetzt nur nicht, wem ich den Zerschneider beibringen soll. So, hier. V
VM1-Zerschneider. Gegner mit mit klingenscharfen Krallen attackiert. Wie mit einer normalen Attacke. So, schauen wir mal. Kann das überhaupt irgendwer lernen? Ja, Zickzacks kann das lernen. Ich glaube, Zickzacks wird eh mein VM-Sklave werden. Zickzacks erlernt Zerschneider. So. Aber wie gesagt, ich brauche erst den Orden von Metalos City, damit ich den Zerschneider außerhalb der Kämpfe anwenden kann. Das sollte eh bekannt sein. Gut, dann schauen wir noch in die Pokémon-Trainerschule hinein. So. Oh, seht mal, das ist doch der Typ mit der Sonnenbrille. Hallo, haben wir uns nicht schon einmal gesehen? Ich glaube, das war in Blütenburg City. Ich will mich mal vorstellen. Mein Name ist Scott. Ich reise durch die Lande auf der Suche nach herausragenden Trainern. Genauer gesagt bin ich auf der Suche nach Experten des Pokémon-Kampfes. Was machst du in dieser Trainerschule? Bist du auch ein Trainer? Als erstes solltest du einem Pokémon die Attacke Zerschneider beibringen. Und wenn ich mich recht erinnere, besitzt einer in diesem Ort Zerschneider. Ja, bei dem Typen war ich gerade. Okay, also, das ist Scott und dem werde ich noch sehr häufig begegnen. Ist wie gesagt ein neuer Charakter in der Smaragd-Edition. Und den werde ich eben, wie gesagt, noch häufig begegnen. Pokémon können Items tragen, aber sie wissen nicht, was sie mit Items von Menschen wie Trank oder Gegengift machen sollen. Ja, das ist natürlich blöd. Weißt du, wie man einigen Pokémon-Attacken ein Pokémon verwirren kann? Ein verwirrtes Pokémon wird manchmal sich selber verletzen, ohne es zu wollen. Aber sobald es aus dem Kampf genommen wird, ist es wieder normal. Stimmt, ja. Also mit Tausch können wir eine... Für irgendwas ist eh klar, das sind die Basics. Ein Pokémon, das eine Beere trägt, will sich selber heilen. Es gibt viele Items, die ein Pokémon tragen kann. Junge, Junge, ist das alles schwer zu merken. Also nicht für mich. Ich tausche gerade mit meinem Freund Pokémon. Ich wollte schon immer eins im Wurzel haben. Endlich habe ich meins. Ja, ist doch toll. So, und hier haben wir noch den Lehrer. Schüler, die nicht aufpassen, bekommen meine Flinkklaue zu spüren. Wenn du dieses System einsetzt, zeigt, ob du ein guter Schüler bist oder nicht. Flinkklaue erhalten. Dankeschön. So, auf der Tafel würden jetzt wieder nur irgendwelches Basiswissen stehen, also ein Statusproblem und so, oder überhaupt wie die Pokémon-Kämpfe funktionieren, das brauche ich nicht vorlesen, das weiß ich doch eh schon. So, die Flinkklaue ist für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Item tragen hebt die Erstschlagquote, das heißt, die Chance, dass mein Pokémon zuerst angreifen darf im Kampf, wird gesteigert. Ja, es hebt jetzt nicht den Initiativewert des Pokémons, sondern eben die Erstschlagquote. So, gebe ich, ja, meinetwegen gebe ich es meinem Hydropi, weil mit dem werde ich sowieso am häufigsten kämpfen. Wenn schon, denn schon. So, wer bist denn du? Oh, wer magst du wohl sein? Ein neues Gesicht in dieser Gegend. Bist du gerade in die Pokémon-Trainerschule gekommen? Nö, eigentlich nur so besuchshalber. Jedes Pokémon besitzt eine spezielle Begabung, die es einsetzen kann. Pokémon sind sehr seltsame Geschöpfe. In der Tat. So. Ach so, oh ja, die, da fange ich jetzt noch gar nicht an, das zu erklären, was da mit diesem Mädchen mit den ganzen Pokémon-Puppen so zu tun ist. Das ist was ganz Spezielles, das erkläre ich, glaube ich, im nächsten Part oder irgendwann später. Hast du schon die Herausforderung der Pokémon-Arena angenommen? Ich glaube, wenn sie den glänzenden Dorn der Arena in der Hand halten, wird den Trainern klar, was von ihnen verlangt wird. Ja, hier haben wir bereits die Pokémon-Arena, aber ich glaube, in die gehe ich erst im nächsten Part rein. Und hier drüben ist noch ein sehr wichtiges Gebäude. Die Devon Corporation. Alles, was man im Leben braucht. Wir stellen es her. Genau. Die Devon Corporation. Wir nennen sie kurz Devon. Die Firma stellt viele praktische Dinge her. Das ist doch gut zu wissen. Und ich glaube, vor allem bevor ich wirklich in die Arena gehe... werde ich nämlich erstmal, obwohl, war das so? Nee, ich glaube, es ist doch besser. Ich gehe wirklich schon im nächsten Part in die Arena hinein, aber wie gesagt, erst im nächsten Part, um die Spannung zu halten, damit dieser Part nicht zu lang wird. Ist, wie gesagt, mein erster Arena-Kampf, der mich erwartet, ist also nicht wirklich schwer. Und dadurch, dass ich mein Hydropi als Starter-Pokémon habe, habe ich einen guten Typ-Vorteil, sage ich jetzt mal so. Also... ja, brauche eigentlich eh nicht viel zu erklären. Ich gehe davon aus, dass so gut wie alle, die sich das hier ansehen, auch die Pokémon-Smaragd-Edition selber besitzen oder sich mit Pokémon halbwegs gut auskennen. Also muss ich da nicht wirklich spoilern oder irgendwie so. Das ist hier nicht so schlimm. Also, danke wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Freue dich auf den nächsten Part, denn da beginnt mein erster Arena-Kampf in der Höhenregion in Metalos City. Also, macht's gut. Ciao.